Okay, ich könnte an der Stelle jetzt den ersten spanischsprachigen Witz auf meinem Kanal machen. Ich werde es aber sein lassen und vielleicht stattdessen auf ein Kochrezept hinweisen, wo dann steht, schmeiße la puta en la pfannos. Wobei, ich glaube, da wäre der andere Witz ein bisschen besser gewesen, weil... Lassen wir das. Auf jeden Fall, der Studio Ghibli-Film Laputa von Hayao Miyazaki ist ebenfalls in England im Rahmen der minimalistischen Studio Ghibli Steelbook Collection exklusiv bei Zavi im Steelbook erschienen. Bietet das gewohnte Artwork von der Reihe auch mit diesem Backcover-Karton, der eigentlich nur an dem Steelbook anliegt und nicht angeklebt oder sonst irgendwie befestigt wurde, was natürlich eine nette Sache ist, um Kleberückstände zu vermeiden, beziehungsweise bei meinen Updates und Overviews auch immer herzlich willkommen ist, weil ich dadurch nicht allzu viel Zeit verliere, irgendwelche Sachen auspacken zu müssen. Hier nützt man zumindest auf dem Backcover etwas mehr Platz als bei anderen Steelbooks aus der Reihe. Trotzdem muss ich persönlich sagen, dass ich dieses Artwork einfach nur potthässlich und grottenschlecht finde. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr persönlich zu diesem Artwork sagt, ob euch das Ganze gefällt, ob ich da vielleicht einfach nur irgendwie komisch übertreibe. Innen dafür haben wir hier ein relativ cooles Motiv auf der Disc an sich, haben dann aber auch ein wirklich schönes Innenartwork. Das gefällt mir dieses Mal echt gut, vor allem weil wir eben dieses Schloss relativ gut sehen, weil die Bäume, der Unterschied von eben den Bäumen und dem Schloss sehr schön hervorkommt und hervorgehoben wurde, natürlich auch mit dem metallischen Steelbook-Effekt. Das Einzige, was man der Vollständigkeit halber aber auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, es ist ein Druck, der eben den metallischen Steelbook-Effekt sehr durchlässt. Es ist ein zwar durchaus farbenfroher, aber nicht allzu kräftiger Druck, sodass man hier durchaus aus demselben Motiv, wahrscheinlich im Inneren von dem Steelbook, noch etwas mehr rausholen hätte können. Wobei ich allgemein der Meinung bin, generell jetzt blickend eben auf diese Studio Ghibli Steelbook Collection und irgendwie auch auf die deutsche Studio Ghibli Collection blickend sagen muss, covertechnisch hätte man aus den Filmen generell wesentlich mehr rausholen können.